Hallo. Willkommen zu Let's Play League of Legends. Ja, das ist das Wunschprojekt von, ich glaube, mindestens 11 Leuten, wenn man der Umfrage zustimmen kann. Ja, eigentlich ziemlich einstimmig entschieden. Ich glaube, 13 Stimmen gab es. Eine davon war nicht mal für ein Spiel. Eine ging an Zelda Minish Cap, was wahrscheinlich jetzt da hier nachfolgen wird. Und ich habe gerade nur 3 Frames, warum auch immer. Aber wahrscheinlich liegt das am Ladebildschirm. Und 11 Stimmen gingen an League of Legends. Und ja, ich hatte jetzt erstmal eine Woche Pause vom Aufnehmen, einfach weil ich eine Pause brauchte. Und ja, mir geht jetzt wieder ganz gut, bis auf darauf, dass ich jetzt eine Wunde am Kopf hatte. Die musste heute genäht werden und alles. Hab jetzt ein Pflaster im Kopf. So, ich fange auch erstmal mit dem Tutorial an, weil ich habe dieses Spiel noch nicht einmal gespielt. Ich bin nicht eine Frau. Na gut, ist wahrscheinlich nur ein Tutorial so. Oh, ich hoffe, das Spiel laggt jetzt nicht allzu sehr. Willkommen im League of Legends. Na ja, schon. Das Ziel von League of Legends ist, die Verteidigung des Feindes zu durchbrechen und den Nexus im Herzen seiner Basis zu zerstören. In League of Legends kontrolliert ihr einen Champion, ein mächtiges und heroisches Wesen. Jeder Champion hat einzigartige und mächtige Fähigkeiten, die ihn von anderen Champions unterscheiden. In diesem Kampf steuert ihr Ashe, die Frostbogenschützin. Okay. Um euren Champion zu bewegen, klickt mit der rechten Maustaste auf ein Ziel. Ich arbeite am besten Bewegt aus Ashe zu dem Wegpunkt, den ihr auf dem Bildschirm sehen könnt. Der zweite Wegpunkt liegt in einem Bereich, der vom Kriegsnebel eingehüllt ist. Der Kriegsnebel steht für Bereiche der Karte, die weder von euch noch von euren Verbündeten eingesehen werden können. Aha. Geh da doch mal hin. Geh da hin! Geh da hin! Bewegt Ashe zum zweiten Wegpunkt. Okay, immerhin ist es jetzt halbwegs flüssig. Gute Arbeit. Nur gerade eben hier beim Rüberschwenken. Ich habe neben eurem Champion eine Gruppe von Übungslakaien beschworen. Unter normalen Kampfbedingungen kämpfen Lakaien auf den Richtfeldern, bis sie getötet werden. Mhm. Greift die Übungslakaien an, indem ihr einen mit der rechten Maustaste auf sie klickt. Aham. Ich werde mein Ziel nicht verfehlen. Erinnert ein wenig an Diablo. Euer Champion ist in der Stufe aufgestiegen. Aha. Immer wenn euer Champion eine feindliche Einheit oder Struktur zerstört, erhaltet ihr Erfahrungspunkte. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das wird Weg. Auf eure Erfahrungsleiste angezeigt. In den weiteren Stufen kann euer Champion seine Fähigkeiten verbessern. Oh. Gebt euren ersten Fähigkeitspunkt für Salve aus. In die gut gemacht. Ja, wir sind, ich lerne schnell. Ja, die Finger habe ich schon da. Soll ich das eben gelesen haben? Eine weitere Gruppe von Übungslakaien beschworen. Greift diesmal auf Ashes neue Fähigkeit Salve zurück, um alle feindlichen Lakaien auf einmal zu treffen. So, ich muss wahrscheinlich... Wählt die Fähigkeit Salve aus, indem ihr mit der linken Maustaste auf ihr Symbol klickt. Stellt die Lebensenergie eures Champions wieder her, indem ihr auf das Heilen-Symbol klickt. Gute Arbeit. Ihr könnt euren Champion auch heilen, indem ihr ihn zu seiner Beschwörung Wir müssen schnell weiter. Das ist jederzeit schnell möglich, indem ihr Rückruf zaubert. Wenn ein Champion auf seiner Beschwörerplattform steht, werden seine Lebensenergie und sein Mana schnell wiederhergestellt. Wie ihr seht, habt ihr etwas Gold erhalten. Yay. Neben Erfahrung erhaltet ihr auch jedes Mal Gold, wenn euer Champion einen Lakaien tötet. Das ist schön. Ihr erhaltet auch im Verlauf der Zeit regelmäßig ein wenig Gold. Was ist das? Kauft mit einem Artefakt neben dem Schwert Gegenstände für euren Champion. Stehen viele Gegenstände zum Verkauf, aus denen zum Teil mächtigere Ausrüstungen hergestellt werden können. Ihr habt den Dornenpanzer gekauft. Er bietet hervorragenden Schutz gegen Feinde mit hoher Angriffsgeschwindigkeit. Ein Verbündeter
Beschwörer hat seinen Champion ausgesandt, um die feindliche Verteidigung zu durchbrechen. Gebt die Kamera frei und schwenkt auf die Schlacht, um ihren Fortgang zu sehen. Und das mache ich dann. Ah. Wie kann ich jetzt die Kamera denn bewegen? Gerade nicht ganz klar. Indem du den Feststellen Knopf rechts unten im Bildschirm bewegst. Ah, so, okay. Oh nein! Da dieser Champion den Geschützturm ohne weitere Unterstützung angreift, ist er seinen verheerenden Treffern voll ausgesetzt. Seid in der Nähe von feindlichen Geschütztürmen vorsichtig. Okay. Geschütztürme helfen verbündeten Champions, die angegriffen werden. Nun wird es Zeit für euch, zu den Waffen zu greifen. Geht auf die Strecke und trefft direkt auf den Feind. Okay. Hier steht was von... Okay, 13 FPS. Bleibt hinter euren Lakaien. Besser sie stecken den... Okay, die greifen von automatisch den nächsten an. Das ist in Ordnung. Ihr habt das Blatt zu euren Gunsten gewendet. Geht schnell weiter, damit der Kampf beim Feind stattfindet. Ja, bin dabei. Vergesst nicht, eure Lakaien zu eurem Vorteil einzusetzen. Ah, da kommen wir noch her. Schön. Du wirst fallen, Turm. Wer meint das? Wer meint Turm? Der andere unverzichtbar. Folgt der Strecke weiter und zerstört die feindliche Vorsicht. Das ist ein friedlicher Champion. Ein Champion ist eine wesentlich größere Bedrohung als ein Lakai. Champions werden meistens durch andere Spieler gesteuert. Ich muss weglaufen, sonst tötet er mich. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich bin in so großer Gefahr. Helft mir doch. Verwechselt Gnade nicht. Gute Arbeit. So geht das. Ihr seid dabei, zu einer Legende zu werden. So. Zerstört als nächstes den feindlichen Inhibitor. Okay. Haltet zusammen! Oh, wie ich sehe, halten sich von selbst auch langsam. Ach ja, hier plus 1,3. Ist ja nett. Sehen wir mal, wie nah sie Oh ja, ich mache gut Schaden. Das finde ich ganz nett. Oh, den habe ich auch noch. Wenn ein Inhibitor ausgeschaltet wurde, beschwört euer Nexus auf dieser Strecke Superlakaien. Holt euch mit den Seelen, indem ihr den feindlichen Nexus zerstört. Okay. Das lässt sich sicherlich einrichten. Ja, so wenig Schaden ist es nicht. Oh, da ist ja noch ein super Basal. Hat sie gesagt. Ja, guck auf die. Okay. Ihr seid fast da. Ja, wir sind fast da. Ich greife das Ding schon an. Den Nexus den Rest. Ja. Was? Wir sind auf dem richtigen Weg. So, weg ist das Ding. Ja, Trundle, da kommst du ein bisschen spät. Der Nexus ist kaputt. Glückwunsch. Ihr habt das Übungsspiel abgeschlossen und euer erstes League of Legends Spiel. Yay! Nun solltet ihr an einigen Spielen teilnehmen, in denen ihr gegen computergesteuerte Gegner antretet. Diese Gegner werden als Bots bezeichnet. Solltet ihr wirklich mutig sein, dann könnt ihr euch mit anderen Spielern messen.
Eigentlich wollte ich das hier noch mit zwei Kumpels als... So, da hat mich das Spiel gerade einfach mitten im Satz rausgeschmissen. Also nicht rausgeschmissen, sondern auf dieses Auswahl-Bildschirm-Ding da geschickt. Das kann ich leider nicht mit aufnehmen, weil das einfach nicht im Vollbildmodus ist. Das ist ein bisschen doof. Und da hat natürlich beendet Flips dann von selbst die Aufnahme und mein Satz ist einfach abgeschnitten. Finde ich super. So, Kampftraining, Luft der Beschwörer. Was anderes könnte ich jetzt nehmen? Nicht nehmen. Wir sind jetzt Garen. Den habe ich ausgewählt. Einfach weil ich bin eigentlich so ein Nahkämpfer. Das mag ich lieber als Magie oder Fernkampf. Da haben, also Nahkämpfer haben eigentlich meistens die beste Verteidigung, deswegen nehme ich D&D. Während ja Fernkämpfer und Magier eigentlich im Nahkampf nicht so wirklich viel Chancen haben, weil die eigentlich keine schweren Rüstungen tragen. Also, das weiß ich jetzt aus anderen RPGs, die ich spiele, wie Fire Emblem Awakening. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Für den 3DS. Ah, schon durchgespielt. Auch wenn man da selbst ein Magier ist. Naja, aber man muss sich ja nicht immer selbst benutzen. Ja, klick auf weiter. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Wieso leckt das hierbei im Spiel eben? Hat's um ja in der Kluft der Beschwörer zu gewinnen, musst du den Nexus der gegnerischen Basis zerstören. Ach! Auf diesem Richtfeld gibt es drei Lanes mit eigenen Türmen, Inhibitoren und Wellen von Basalen. Okay. Dein Training wird eine Reihe von Quests und Tipps umfassen, die dich zum Sieg führen werden. Oh, das sieht cool aus, finde ich. Ein Quest wurde in deine Questliste aufgenommen. Primärquests sind Aufgaben, die dein Team erfüllen muss, um die Schlacht zu gewinnen. Sekundärquests sind optional. Allerdings können diese deine Siegchancen erhöhen und du erhältst durch sie zusätzliches Gold. Zeige mit der Maus auf Einträge. Gut gemacht. Bewege deine Maus hier hin. Du hast einen Tipp erhalten. Klicke auf das Gut gemacht. Achte auf die Tipps, die während der Schlacht erscheinen. Ich überspring das einfach. Normalerweise erscheinen die ersten Vasallen nach 90 Sekunden. In diesem Training werden sie allerdings erst erscheinen, wenn dein Champion die Basis verlassen hat. Okay. Du bist bereit, dein Training zu beginnen, Beschwörer. Kaufe einen Gegenstand beim Händler und verlasse die Basis, um die Schlacht zu eröffnen. Ohne Verzögerung. Ja. Einen Mana-Trank soll ich kaufen, wenn ich es richtig sehe. Nicht alle Champions benutzen Mana, um zu zaubern. Aha. Während die meisten Champions in der Liga Mana für ihre Fähigkeiten gibt es auch viele, die auf alternative Ressourcen Garens Fähigkeiten können ohne Kosten eingesetzt werden, aber er muss trotzdem noch auf die Abklingzeit seiner Fähigkeiten machen. Cool, ich habe Garen genommen. Bin ich nicht gut? Ich zeige euch, was ich habe. So, verlasse ich meine Basis jetzt mal. Du solltest dir für den Anfang etwas kaufen, bevor du die Basis verlässt. Na gut, Spiel, wenn du unbedingt willst. Ich soll einen Heiltrank kaufen. Was nehme ich noch? Laufstiefel. Einfach weil da. Nehmen wir noch zwei Heiltränke und das sollte es sein. Einmalig passiv. Okay. Gehen wir auf die Lane. So heißt das doch, wenn ich mich nicht irre. Folgen die mir eigentlich oder muss ich da irgendwas Spezielles für machen? Ah, okay, die bewegen sich zu selbst. Schlage dich bis zu einem gegnerischen Turm durch und zerstöre ihn. Bin dabei, Spiel? Störe einen gegnerischen Turm. Wow. Interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das machen muss. Wow. Genius. Bleib hinter den verbündeten Vasallen. Hier sind keine. Fürchtet euch nicht. Ich bin zur Stelle. Ah, da erschlage gegnerische Vasallen. Alter. Benutze den Rückrufzauber, um zur Beschwörerplattform zurückzukehren. Dein Champion ist ernsthaft verletzt. Leute, ihr macht das, ne?
Danke, finde ich gut. Bis dann. Gut. Zum Schutz unseres Landes. Ja, aus welchem Land kommst denn du? Ja, wahrscheinlich Deutschland, wenn er so redet. Aus diesem Land komme ich jedenfalls. Ich bringe Gerechtigkeit. Captain Obvious. Ich muss wohl sagen, dass... Erstes Blut. Wow. Fürchtet euch nicht. Ich bin zur Stelle. Neue Stufe. Nehmen wir das da. Habe ich mir gedacht, dass das so ein Angriff ist. Hier. Die Halunken werden bezahlt. Ich sollte mich... Bleib hinter den verbündeten Vasallen. Will ich. Die ist nur so schnell weggerannt und meiner natürlich direkt hinterher. Weil Baum natürlich. Warum auch sonst. Hingerichtet. Oh, ein Turm ist kaputt. Das finde ich schön. Aber doch hoffentlich keiner von uns, oder? Ich bin bereit. Na, der bleibt natürlich nicht stehen, sondern rennt weg wie eine feige Sau. Immer weiter. So, jetzt. Sei in der Nähe von Türmen vorsichtig. Oh cool, ich bin ein Beyblade. Und dann became a Beyblade. Ich will die Beyblade-Attacke auf. Pass auf! Yay! Super geil! Mega Fun! Die Felge so verzieht sich immer. So, eurem Gegner wurde getötet. Yay! Gut gemacht, Sivirbot. Nein, betrete den Dschungel und besiege die Wölfe. Was für Wölfe? Ohne Verzögerung. Ein Verbündeter wurde getötet. Wo sind hier Wölfe? Okay. Dann gehe ich mal zu den Wölfen. Zum Schutz unseres Landes. Ja, du und dein Land. I'm a Beyblade! Wie muss das gehen? Der Sieg wartet! Extrem geile Attacke. Oh, schade, ich würde die gerne aufleveln. Dann... Besiege die Geister im Dschungel. Danke. Ich zeige euch, was ich habe. Die Geister im Dschungel, wo haben wir die? Na gut, machen wir das. Ich mache jetzt einfach hier so ein paar Nebenquests, ne? Hier versteht das doch, oder? Wenn ich hier so ein Nebenquest mache. Ich meine, ich möchte besonders viel von dem Spiel mitnehmen für euch. Nutze Gebüsch und hohes Gras zu deinem Vorteil. Wow, das ist erinnert. Schon sehr ähnlich zu Fire Emblem. Aber Fire Emblem ist deutlich früher erschienen, muss ich dazu sagen. In Japan ab dabei aber. Also in Japan gibt es glaube ich 6 Teile oder so, die in Deutschland oder in ganz Europa und auch USA nie erschienen sind. Also das erste Spiel, das von
Das erste Spiel, das von Fire Emblem in Deutschland erschienen ist, war Fire Emblem 7. Dein Champion ist ernsthaft. Ja, ich wollte nur gerade den letzten Wolf töten. Danach gehe ich mal wieder auf die Hauptquests. 100 Gold. So, ich lasse mich jetzt ein wenig heilen. Weiter, 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 weiter. Dankeschön. Im Namen des Königs. Ich überlege gerade, beende ich die Folge? Vergiss nicht, dein Gold auszugeben. Kenne das Schlachtfeld. Ohne Verzögerung. Null Magiemantel? Oh, den nehme ich mir mal. Verdiene zusätzliches Gold, indem du Todesstöße gegen Vasallen erzielst. Oh, das gefällt mir auch. Jeder Champion besitzt eine passive Fähigkeit. Ein Verbündeter wurde getötet. Na, mir doch egal. Hingerichtet. Lass dich nicht entmutigen. Zu euren Diensten. Yay! Ach, Mann. Ein Gegner wurde getötet. Ja, super. Wie spricht das mit so einer traurigen Stimme aus? Ich verstehe gar nicht warum. Ist doch toll, dass ein Gegner getötet wurde. Ja, ja, ich bin nur irgendwie depressiv. Ja, ich bin bereit. Das ganze Leben ist scheiße. Ich liebe diese Attacke. Vor allem, weil ich manchmal noch mit meinem Beyblade, den ich noch habe, spiele. Einfach nur weil... Ja, ich habe eine Kindheitserinnerung, ne? Boah, geil. Ich führe den Angriff an. Boah. Ich sollte mich ein wenig von dem fernhalten. Ich glaube, ich verziehe mich mal ein wenig. Dein Champion ist ernsthaft verletzt. Schneller! Könnte genauso gut warten, sie sein. Ich glaube, ich mache das Gefecht jetzt zu Ende. Jetzt gibt es dann wahrscheinlich pro Part nur ein Gefecht. Bleib hinter den Verbänden. Ja, du mich auch ein paar Mal. Hier mit ihrem scheiß Boomerang. Boah. Bleib hinter den verbündeten Vasallen. Ja. Oh. Yeah. Wiederbeleben bitte. Oh. Ja, jetzt mach. Ich glaube, naja, das wird zu lang. Hm? Ja, wir machen im nächsten Part weiter. Mit dem Kampftraining. Bisschen hart schon dafür, ne? Also, ich würde sagen, bis dann! Ciao!